Ja, einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Ja, so schön mal wieder euch mal wieder auch mal ein bisschen live zu sehen. Auch euch sehe ich zwar nicht, aber schön, dass ihr dabei seid. Es fühlt sich heute schon wieder mal ein bisschen normaler an, ja, oder? Vielleicht dürft ihr euch auch mal kurz begrüßen und dürft mal ein bisschen winken, ja, hallo. Schön, dass ihr auch da seid, da hinten, ne? Super. Ja, also so richtig normal, meint die Sibylle, ist es immer noch nicht, ne? Die Maske stört, ja. Ja, Luft brauchen wir, ja. Ja. Ja, super, dass ihr hier seid. Und das Schöne ist, dass Gott hier ist, ja. Weil wir vertrauen und wir glauben an einen Gott, der wirklich bei uns ist und der mit uns auch durch diese Zeit durchgeht. Weil er ist treu und er ist Liebe und er ist genau das, was wir brauchen. Und er möchte heute auch zu uns sprechen und er möchte uns ermutigen, denn das ist immer Gottes Ziel. Es ist immer Gottes Ziel, dass er will, ja, er ist ja ein Papa, er ist ja ein Vater und ein guter Vater. Und es heißt sogar, dass er der perfekte Vater ist. So einen gibt es auf der Erde gar nicht. Aber im Himmel gibt es einen perfekten Vater und ein perfekter und vollkommener Vater, der will immer, dass seine Kinder stark sind, ja, dass es ihnen gut geht und dass sie innerlich aufgebaut sind. Und er möchte uns heute stärken. Und dafür möchte ich jetzt noch beten, dass wir das echt erleben, weil wir glauben daran, dass Gott wirkt in unserer Mitte. Amen. Weil der Heilige Geist ist immer noch dasselbe. Und den wollen wir jetzt einladen und wir wollen uns für ihn öffnen und ihm Raum geben, dass er das tun kann, was er möchte. Halleluja. Lieber Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns gesandt worden bist vom Vater, von Jesus, dass du sogar in uns lebst, dass du uns benutzen willst, uns schwachen Menschen mit einfach Schwächen und Fehlern, Herr, dass du durch uns sprechen möchtest, dass du uns als Gefäße benutzen möchtest, dass wir das tun können, was der Vater im Himmel geplant hat. Und Papa, ich danke dir, dass du Gutes für heute vorbereitet hast, für deine Kinder, die du so sehr liebst. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns diese Nahrung vermittelst jetzt. Und bitte ich auch, dass du uns hilfst, unseren Geist, unser Herz, unsere Ohren aufzumachen und darauf zu hören, was du zu uns sagen willst, dass du uns aufrichten willst. Vielleicht sind Menschen hier, die ein bisschen niedergeschlagen sind oder die auch ein bisschen ängstlich sind, die denken, wow, was ist mit unserer Zeit los? Was ist los hier? Das ist alles nicht mehr normal. Wir müssen jetzt mit Maske rumlaufen und noch so mit dem Zeug. Und das ist auch nicht normal, ja? Das ist überhaupt nicht normal. Und wer letzten Sonntag dabei war, wer hat letzten Sonntag zumindest zugeschaut, als der Achim hier gesprochen hat? Okay. Der Achim hat letzte Woche über das Thema gesprochen, was ist eigentlich die Endzeit? Ja? Und das ist so ein großes Wort, die Endzeit, das hört man immer mal. Vielleicht, okay, der Achim hat das ja alles schon sehr gut ausgeführt. Und vielen Dank, Achim, das war richtig super. Ja, das hört man manchmal auch in so Filmen, Apokalypse und so weiter. Und man verbindet es mit Weltuntergang und gleich mit totalem Chaos und so. Und der Achim hat uns letzte Woche eben aus der Bibel auch gezeigt, dass auch Dinge in der Bibel stehen über diese Zeit, in der wir jetzt leben. Und dass viele, viele Dinge vorausgesagt worden sind, die auch schon längst eingetroffen sind. Und die vor 2000 Jahren noch niemand wissen konnte, dass es sich so entwickeln würde. Aber es ist so geworden, ja. Und tatsächlich ist es so, dass da einige Dinge, auch unangenehme Dinge, vorausgesagt sind. Und Jesus hat es genannt, die Wehen, ja. Das war so stark letzte Woche, als der Achim das ausgeführt hat. Die Wehen sind ja ein Vorbote, sind zwar etwas Schmerzhaftes, aber sie deuten etwas an, dass etwas kommt, ja, etwas Gutes kommt, was Schönes. Und genau das ist das, was gerade passiert, ja. Aber trotzdem diese Wehen
Und da hat Jesus die ziemlich klar benannt, auch in Matthäus 24, 25 und so weiter, dass es da Kriege geben wird, Erdbeben, Seuchen, Hungersnöte und so weiter und so weiter. Und das sehen wir alles, ja. Und die können, diese Wehen, die können einem schon echt Angst machen, ja. Die können einem schon auch ein bisschen zusetzen. Aber ich glaube, dass Gott seine Kinder, sein Volk immer bewahren wird. Amen. Und da gibt es so ein super Beispiel im Alten Testament. Vielleicht diejenigen, die die Bibel schon ein bisschen kennen, die kennen die Geschichte vom Volk Israel. Die waren ja über 400 Jahre gefangen unter einem, so einem Terroristenherrscher, ja, so ein Terrorherrscher, dem Pharao. Der wird zwar manchmal so nett in Filmen dargestellt oder so ein bisschen romantisch oder so, aber eigentlich war das ein brutaler Typ, ja, der die Menschen total ausgenutzt hat und ausgebeutet und der über Leichen gegangen ist, um seine Macht zu demonstrieren und seine Gebäude da zu bauen. Und er hat damals das Volk Israel gebraucht und ausgenutzt, um da sich prächtige Städte zu bauen. Und Gott hat irgendwann gesagt, und er hat dann Mose gerufen, hat gesagt, Mose, ich habe das Schreien meines Volkes gehört. Und das ist so stark. Das ist unser Gott, ja. Und er hat gesagt, ich will dieses Volk befreien aus dieser Knechtschaft, aus dieser Terrorknechtschaft. Und unser Gott hat sich nicht verändert, ja. Er ist immer noch dasselbe. Und damals, ja, wer auch den Film vielleicht die 10 Gebote kennt und so, es gab ja dann eine echte Demonstration von Gott, sehr spektakulär. Es gab 10 Plagen, heftige Plagen, die über Ägypten gekommen sind. Aber, das ist eben der Unterschied, wenn du das genau liest, bei den Israeliten, beim Volk Israel, kam keine Plage an. Ja. Es gab 10 Plagen und die haben den Pharao und sein Volk betroffen, aber nicht das Volk Gottes. Und selbst als die Milliarden von Fliegen und Heuschrecken oder Frösche übers ganze Land gekommen sind, irgendwie hat Gott es geschafft, dass da so eine Grenze war, wo die Fliegen und die Frösche und die Heuschrecken nicht drüber gekommen sind. Ja? Ich weiß nicht, wie Gott es macht, aber Gott macht es. Ja? Die Frösche und Fliegen und alles war nur bei den Ägyptern. Und ich glaube, dass Gott uns damit ermutigen möchte, dass wenn wir uns zu ihm zählen, und die Bibel sagt, wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir wir werden ihm angeschlossen, wir werden eins mit ihm und er bezeichnet uns als Kinder, als Familie. Wir gehören dann zu seinem Volk. Und Jesus hat ganz klar gesagt, oder es steht im Neuen Testament ganz klar, dass die Gemeinde Jesu Christi, die an ihn glauben, dass sie zu seinem Volk gehören, dass sie sein Volk sind, seine Gemeinde. Er hat gesagt, er hat sein Leben gegeben für seine Schafe, für seine Gemeinde. Und er pflegt sie und er ernährt sie und kümmert sich um sie. Und er kämpft sogar für seine Gemeinde, für sein Volk. Halleluja. Und ich glaube, auch wenn wir jetzt in einer Zeit leben, wo Dinge vielleicht passieren werden, die uns Angst einjagen können, Gott wird uns da durchbringen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Über Wege, es gibt verschiedene Wege, aber ich möchte heute über einen ganz speziellen Weg euch zeigen, wie wir durch diese Zeit durchkommen werden, die die Bibel schon vorausgesagt hat. Und es gut ist, dass Gott uns auch die Lösungen und den Fahrplan gezeigt hat, wie wir da durchkommen können, ohne Angst zu haben, ohne Panik. Habe ich neulich auch gepredigt. Meine Predigt hieß keine Panik. Ja? Halleluja. Auf der Titanic und sonst auch irgendwo. Nirgendwo. weil Gott ist gut. Ja? Immer wieder steht es in der Bibel, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Und ich möchte euch heute zeigen, wie Gott seine Kinder sicher da durchbringen will, auch durch diese Zeit, in der jetzigen Zeit, und wie er uns da herausholen möchte. Und ich habe ja auch eine Präsentation, glaube ich sogar, oder? Irgendwie. Moment, mein Klicker ist noch nicht an.
So. Okay. Geht noch nicht. Jetzt. Oh, jetzt kommt schon das erste Bild. Kann man das erkennen, dass da eine Straße ist? Hier kann man es nicht erkennen, ne? Auf dem, kann man es da erkennen? Dass da eine Straße sein soll, hier auf dem ist ein bisschen zu hell. Genau. Unser Weg durch diese Zeit, und es ist tatsächlich wie, als würde es um uns brennen, und wir hatten neulich auch ein prophetisches Wort, also vielleicht um das kurz zu erklären, wir glauben und daran, dass das, was in der Bibel steht, auch heute noch erlebbar ist, dass Gott nämlich durch zu Menschen spricht und sie vorwarnt oder ihnen Eindrücke, Bilder und irgendwelche Botschaften gibt, dass wir uns auf uns vorbereiten können, auf das, was kommt. Wir nennen es auch Prophetien oder Weissagungen oder prophetische Eindrücke. Und eine Frau aus unserer Gemeinde hatte genauso ein Bild, dass es sein wird wie ein Feuer, aber es wird einen Weg durch das Feuer geben, den Gott uns zeigen möchte, dass wir nicht brennen werden, sondern dass er uns führen möchte, diesen Weg durchs Feuer hindurch. Und deswegen ist es so wichtig, in dieser Zeit ganz eng mit Gott verbunden zu sein, ja? Ganz nah an ihm dran zu sein, auch wenn wir Distanz halten müssen. Gott hält keine Distanz. Ja? Gott, der wird uns auch nicht anstecken. Im Gegenteil, er wird uns schon anstecken, aber mit was Gutem, Halleluja. Mit seinem Feuer, mit seiner Begeisterung. Und die Bibel nennt einen Weg. Es gibt einen Weg, der steht in der Bibel geschrieben. Und genau, irgendwie geht mein jetzt. Die Bibel nennt es, dass es einen einzigartigen, einen alles übersteigenden, ja sogar einen höchsten Weg gibt. Und es ist ein Weg, der übernatürlich ist, der von Gott ist. Aber Gott sagt, den können wir gehen, wenn wir ihn kennenlernen. Und Gott möchte, dass wir Gott kennenlernen, dass wir ihn kennenlernen und dass wir auch seine Wege kennenlernen. Im Alten Testament heißt es schon, meine Wege, sagt Gott, sind höher als eure Wege. Und meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Aber so wie der Regen kommt und wie der Schnee fällt, sind meine Worte. Und ich will, dass ihr meine Wege durch meine Worte erkennt und sie geht. Und wir können tatsächlich diesen Weg kennenlernen. Wer das wissen will, wo der Weg steht, das steht in 1. Korinther 12, Vers 31. Und wir werden über diesen Weg jetzt sprechen. Diesen höchsten Weg, den Gott nennt. Ja, ist der Weg. Ich sage es jetzt gleich mal voraus, also dass ihr nicht rumrätseln müsst, was redet er eigentlich? Es ist der Weg der Liebe. Okay. Und wir leben ja in einer Zeit, ich habe es gerade gesagt, wo die Umstände schwierig sind, wo Dinge um uns herum echt uns zusetzen können. Aber die Bibel sagt auch, in den letzten Tagen werden die Menschen schwierig sein, ja. Vielleicht hat es schon mal jemand gemerkt, dass es echt schwierige Menschen gibt. Ja? Und irgendwie werden die auch immer komischer und immer schwieriger. Wir hatten gerade diese Woche ein Erlebnis mit einer Person. Sowas habe ich noch nie erlebt, ehrlich gesagt. Ja? Wir haben einen lieben Bruder aus der Gemeinde geholfen. Der musste seine alte Wohnung eben übergeben, zurückgeben an den Vermieter. Und diese Vermieter, die haben den sowas von zugesetzt und ihn so fertig gemacht bei der Wohnungsübergabe, die haben tatsächlich jedes Körnchen in dieser Wohnung umgedreht, um irgendwelche Mängel oder irgendwas zu finden, bloß um dem noch mehr Geld abzuknöpfen. Ja? Und wenn du das erlebst und du merkst, es ist richtig bewusst gemacht, ganz bewusst und ganz eiskalt. Der liebe Bruder, der ist auch nicht von Deutschland, der ist der deutschen Sprache, der kann die zwar sehr gut, aber natürlich, da war er einfach überfordert dann mit und hatte dem nicht viel entgegenzusetzen, der hat mir so leid getan. Aber diese Frau, also ich sage, es war eine Frau, ja, okay, sorry, ich wollte es eigentlich nicht sagen. Okay, ja, nichts gegen Frauen, wir lieben Frauen, aber in dem Fall war es eine Frau. Es war auch noch ein Mann dabei, der hat nicht so viel gesagt, aber aber
es war einfach nur gemein und richtig fies, ja, und echt. Und was dann in einem aufsteigt, ja, man möchte ja dann am liebsten da ganz andere Methoden dann anwenden bei solchen Personen. Und genau das ist der Punkt heute, ja. Wie reagieren wir auf schwierige Menschen oder auf schwierige Situationen? Und da hat Jesus eben einen Punkt genannt, auch als er über diese letzte Zeit gesprochen hat. Und das möchte ich euch mit euch lesen. Und das hat Jesus in Matthäus 24 gesagt. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, also weil die Menschen sich nicht mehr an Regeln oder an Gebote von Gott halten oder weil man das einfach gar nicht mehr wichtig findet, sondern jeder macht, was er will, ja, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und ich habe vorhin schon gesagt, der Weg der Liebe ist dieser höchste Weg von Gott. Und deswegen ist so wichtig, dass eben die Liebe bei uns jetzt nicht erkaltet. Ja? Aber wir stehen in der Gefahr, dass sie erkalten könnte, wenn wir eben die Gesetzlosigkeit, wenn wir das erleben, was um uns passiert, wenn wir ungerecht behandelt werden, wenn wir wirklich irgendwie misshandelt werden, wenn wir betrogen werden, dann könnte es eben auch sein, dass unser Herz sich verhärtet gegen die Menschen, die uns falsch und schlecht behandelt haben. Und dann kann es eben passieren, dass wir unser eigenes Herz verschließen und dann auch die Liebe, die Gott eigentlich für uns geplant hat, dass wir sie erleben, dass wir sie gar nicht mehr erleben können, sondern dass bei uns eben auch was erkaltet und etwas abstirbt und wir dann aus dieser Liebe rausfallen. So wie es mir bei dieser Frau beinahe passiert wäre. Ja? Also am liebsten, ich hatte gerade nicht so die liebevollen Gedanken über diese Frau. Ja? Aber tatsächlich ist mir dann, während wir dort waren und sie die ganze Zeit immer rumgenörgelt hat und das noch, auf einmal ist mir so ein Gedanke gekommen. Da habe ich gedacht, Mann, oh Mann, diese Frau muss auch irgendwann mal vor Gott stehen. Und auf einmal hat sie mir total leid getan, ja, weil ich mir gedacht habe, oh meine Güte, mit so einer Gier, mit so einem, mit so einem gierigen Herzen und so rücksichtslos, wie sie mit Menschen umgeht, was wird sie Gott sagen, ja? Wie wird sie vor Gott stehen, wenn Gott sie fragt, und, war das okay, wie du das gemacht hast? Und das wird schlimm sein, ja. Und auf einmal hat sie mir echt leid getan. Und Gott möchte eben, dass wir in seiner Liebe, auch wenn Dinge um uns passieren, die negativ sind, die uns vielleicht Angst machen können. Also in gewisser Weise hat die Frau, konnte die einem auch echt Angst machen. Ja? Aber es ist dann wichtig, dass wir in diesen Situationen, da kommt es eben dann drauf an, wie handeln wir dann? Wir könnten jetzt uns total gegen solche Menschen verhärten und ihnen das Schlechteste wünschen und sie verfluchen und was weiß ich alles. Aber das wird uns nicht gut tun, ja? Dann würde auch unsere Liebe erkalten. Und genau das ist das, was letztendlich, ja, ich rede jetzt mal von einem Feind, weil die Bibel spricht auch von einem Feind, der all dieses Chaos verursacht in dieser letzten Zeit, was der genau will, dass wir von unserem Glauben weggehen, ja, dass wir von Jesus wegschauen. Aber es heißt eben hier, wer ausharrt bis ans Ende, und ich glaube, da ist Ausharren eben in der Liebe Gottes gemeint. Und das ist jetzt die Frage, wie können wir in der Liebe Gottes bleiben? Und Gott möchte, dass wir in seiner Liebe bleiben, auch wenn Menschen fies sind, auch wenn so Dinge um uns herum passieren. Dass wir nicht so ein Frostbeule hier werden, so ein Frosti werden und einfach nicht mehr lieben können. Ich habe mal aufgeschrieben, das Gegenteil von abkühlen ist brennen oder heiß sein, ja, aufwärmen oder heiß werden. Und
Wie geschieht es, dass wir heiß bleiben in Gott, in ihm, mit ihm, in seiner Liebe? Und ein Hintergrund von dass Liebe verloren geht oder dass Liebe erkaltet, finden wir in einem Bibelvers, der im 1. Johannesbrief steht. Und zwar 1. Johannes 4, Vers 18 bis 19. Und da heißt es, die Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein oder unter Furcht muss man leiden. Ja? Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Halleluja. Erstmal soweit. Und das ist ein Geheimnis, was mit Liebe zusammenhängt. Und was ganz wichtig ist, dass wenn wir uns von Angst und von Furcht leiten lassen, dass wir dann nicht wirklich in der göttlichen Liebe agieren können. Weil Angst und Furcht will sich immer selber schützen, ja, oder versucht sich selber zu schützen und denkt, ich muss irgendwas unternehmen, dass mir jetzt das nicht zustößt. Und dabei sagt Gott, ich will euer Schutz sein, ja. Ich bin da für euch. Und dass wir in eine gewisse, sage ich, Entspannung kommen dürfen im Herrn, wenn wir ihm vertrauen. Und wenn wir eben unser Leben von Angst und Furcht bestimmt ist, dann können wir nicht gleichzeitig in der Liebe Gottes reagieren oder handeln. Und deswegen ist es wichtig, dass wir an der Stelle schauen, ja, wo und eben, das ist ja der Punkt, die Umstände, die wollen uns Angst einjagen, ja, oder Menschen, die um uns herum sind, die irgendwie immer dominanter werden, immer egoistischer werden. Und diese Furcht kann uns dazu bewegen, dass wir eben aus dieser Liebe rausfallen. Aber Gott hat einen Weg für uns, dass wir in der Liebe bleiben, ja. Die vollkommene Liebe, heißt es hier, treibt die Furcht aus. Und Gott ist die vollkommene Liebe, ja. Gott selber. Die Bibel sagt, Gott hat nicht Liebe, sondern Gott ist die Liebe in Person. Und das ist eine Tatsache, wenn wir die verstehen, dass Gott Liebe ist. Und dass in ihm all das ist, weil jeder Mensch braucht ja Liebe, ja? Jeder sehnt sich nach Liebe. Und wenn wir das verstehen, dass Gott Liebe ist und er uns liebt, bedingungslos, das ist ja das Besondere an Gottes Liebe. Du musst nicht erst irgendwas produzieren oder leisten oder machen, dass du seine Anerkennung hast, sondern du hast seine Anerkennung schon total. Er hat es gezeigt, indem er Jesus gesandt hat. Er hat gesagt, so sehr hat Gott die ganze Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Ja. Gott will nicht, dass wir verloren gehen, dass wir irgendwie in diesem Chaos verloren gehen, sondern dass wir feststehen, dass wir in ihm gegründet sind. Er will uns retten. Ja. Und Gott möchte uns diese Furcht nehmen, diese Angst vor den Umständen, vor dem, was da kommt. Er will uns die wegnehmen, dass wir in seiner Liebe gegründet sind und richtig ja, in die Ruhe seiner Liebe hineinkommen. Wow, wenn ich weiß, der allerhöchste Gott ist total verliebt in mich. Wow. Die Bibel sagt auch, ist Gott für uns, wer mag dann gegen uns sein? Was sollte mir ein Mensch antun? Oder was sollte mir irgendwas antun, wenn Gott mit mir ist? So heißt es in der Bibel. Und ich kann, wenn ich Gott kenne, wenn ich ihn erlebe, und deswegen ist es so wichtig in dieser Zeit, dass wir Zeit mit Gott verbringen, dass wir ihn kennenlernen. Nicht nur hier oben, nicht nur theoretisch, sondern ihn wirklich als Person. Gott ist eine Person, ja. Er ist sogar drei Personen, ja. Und es ist so super, diese Personen kennenzulernen. Jeder hat einen eigenen Charakter. Der Vater ist einfach der Gütige, der Barmherzige,
Und Jesus ist der Starke, Halleluja, der Überwinder, der er heißt auch der Herr der Heerscharen, ja. Wow, der gesiegt hat, der den Tod überwunden hat. Und der Heilige Geist, er ist ein Lehrer und er ist so sanft und er ist unser Helfer und er ist immer bereit, uns zu helfen. Er dient uns richtig, ja. Jesus ist auch so ein Diener, er hat gesagt, er will uns am Tisch bedienen, wenn wir dann eines Tages bei ihm sind. Kannst du dir das vorstellen? Das geht auch über mein Verständnis hinaus, dass Jesus uns dient. Aber das ist ihr Charakter. Das ist jetzt alles viel zu wenig ausgedrückt. Wir werden die Ewigkeit dazu brauchen, um diese drei Personen kennenzulernen, weil sie so facettenreich sind, diese drei. Aber eben, es heißt hier, aber die Liebe will diese Furcht austreiben, damit wir eben nicht in Furcht leben und damit wir in göttlicher Liebe bleiben können und da drin auch bis zum Ende standhaft bleiben können. Und damit eben diese Frosti hier verschwindet, ja, dass der nicht mehr hier uns abkühlt, sondern dass wir heiß brennen können. Und überhaupt, und als ich mich vorbereitet habe, kam mir das so, das ist überhaupt das Markenzeichen, unser Markenzeichen, ja, für die Gemeinde, für die Christen, sollte sein, ja. Unser Markenzeichen als Christen soll denn nicht sein, irgendwie irgendwelche Skandale oder irgendwelche dummen Schlagzeilen oder sowas, sondern dass wir Menschen sind, die in der Liebe Gottes leben und die Liebe Gottes erleben, zum einen, und als anderes aber auch in der Liebe Gottes leben. Und das ist wirklich unser Ziel. Das wollen wir hier als Gemeinde. Das ist unser Wunsch oder das ist unsere Absicht. Und natürlich sind wir noch nicht vollkommen da drin, aber dass wir lernen, mit Gottes Liebe zusammen, mit Gott zusammen, allein kann man sowieso nicht, aber dass wir erleben, dass wir in schwierigen Situationen, in schwierigen Umständen oder auch bei schwierigen Menschen einfach anders reagieren können oder anders handeln können als Menschen, die vielleicht Gott nicht kennen, ja. Und wir haben wirklich dieses Einzigartige, etwas ganz Einzigartiges als Kinder Gottes, als Leib Jesu Christi. Wir haben etwas, was Menschen, die eben nicht an Jesus glauben, nicht haben. Und das steht im Römerbrief, Kapitel 5. Da heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und das ist nicht ein Verdienst, sondern das ist einfach ein Geschenk. Wir haben das nicht verdient oder wir sind nichts Besseres als andere Menschen, aber Gott hat es uns geschenkt. Halleluja. Die Liebe Gottes, Gottes Art von Liebe, eben, ich habe es vorhin schon gesagt, die ist bedingungslos. Die kann sogar diese Vermieterin lieben. Halleluja. Und da kann einem sogar diese Vermieterin dann leid tun. Und dann denkst du, ah, eigentlich eine arme, arme Frau. Auch wenn sie so viel Geld hat oder vielleicht so viel rafft, aber ihr Herz ist so kalt und so, oh. Ah, Halleluja. Und ihr seht schon, die Liebe Gottes gibt einen anderen Blick, ja, auf die Welt, auf Menschen. Und man kann die Welt mit anderen Augen sehen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen. Und das dürft ihr, wenn ihr Kinder Gottes seid, wenn ihr zu Jesus gehört und ihr auch zu Hause, ja, du darfst es für dich glauben und vertrauen, dass es so ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz, ja. Auch wenn man das manchmal nicht unbedingt immer spürt oder fühlt. Manchmal kann man es spüren, ja. Und das Schöne ist, der Heilige Geist, er will uns immer wieder neu mit dieser Liebe erfüllen. Und dafür können wir uns öffnen. Ich sage oft zum Heiligen Geist, ich sage, Heiliger Geist, ich bin mal wieder leer. Ich brauche eine neue Füllung, ja. Und wisst ihr was, das Schöne ist, der kommt, ja. Manchmal nicht so, wie ich es mir vorstelle, manchmal anders, aber er kommt und füllt. Und das ist unsere Stärke als Gemeinde, dass wir etwas haben, was,
was so wertvoll ist, ja, und was es sonst nirgendwo gibt. Das gibt es tatsächlich nur, wenn Menschen ihr Leben Gott hingegeben haben, Jesus hingegeben haben und ihm als ihren Herrn in ihr Leben aufgenommen haben, dann kommt diese Liebe von Gott, die übernatürlich ist, in unser Herz hinein. Die Frage ist natürlich, lassen wir sie auch raus, ja, und leben wir da drin? Das ist nochmal eine andere Frage. Aber die Tatsache ist erstmal, sie ist da und wir können als Christen in dieser Liebe Gottes immer mehr hineinwachsen. Und ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich habe noch ein bisschen was ich euch zeigen möchte. Übrigens, und das müssen wir aber erkennen, unsere Stärke als Gemeinde. Und da haben wir wirklich was zu bieten in dieser Welt auch, ja, weil manchmal denken wir, ah, die Christen, was ist mit denen schon los, ja, die sind so langweilig immer und die haben nichts drauf und so. Aber nein, wir haben etwas zu bieten, was sonst nirgendwo gibt. Und das ist unsere Stärke und darauf sollten wir uns konzentrieren. Und in der Wirtschaft oder im Businessleben nennt man das Igelprinzip. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt. Das Igelprinzip ist so ein Begriff aus der Wirtschaft, weil ein Igel, also man geht davon aus, dass ein Igel erkennt, worin er gut ist. Und er ist gut darin, sich einzuigeln und seine Stacheln rauszustrecken. Und darin ist er gut. Und wenn er das macht, dann geht es ihm gut. Ja? Und wir müssen erkennen, worin wir gut sind oder was unsere Stärken sind. Und da gibt es so ein Schautafel, das ist jetzt aus dem Internet einfach rausgenommen. Da gibt es drei Fragen. Was ist unsere wahre Leidenschaft? Oder hier steht Passion. Was ist unsere wahre Passion, Leidenschaft? Wofür brennen wir? Worin können wir die Besten werden? Halleluja. Und was ist unser wirtschaftlicher Motor? Steht jetzt hier, ich habe jetzt mal geschrieben, was ist unser Antrieb? Was treibt uns an? Und im 2. Korinther 5 steht, dass es die Liebe Gottes ist, die uns antreibt, die uns drängt, Dinge zu tun. Und ich denke, das ist das, und das Igelprinzip sagt eben, wenn du dich auf das konzentrierst, wo du stark bist, und wir haben gerade festgestellt, das ist unsere Stärke, das ist das, wo wir Erfolg haben können, indem wir in dieser Liebe, wenn wir uns auf diese Liebe Gottes konzentrieren und darin wachsen und darin unseren Fokus richten und uns nicht ablenken lassen mit allen möglichen anderen Kram und vielleicht Querelen und Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten. Und da müssen wir echt aufpassen, auch gerade mit diesen ganzen Corona-Regeln, dass wir uns nicht gegenseitig da die Köpfe einschlagen und die einen wollen so, die anderen so. Dass wir das auch mit der Liebe Gottes überwinden. Ja? Wir stecken da alle drin und irgendwie müssen wir hier durch. Und Gott möchte uns da durchführen. Aber das wollte ich nur mal ganz kurz zeigen. Und dass wir uns da darauf konzentrieren sollten, auf unsere Stärke. Und das ist unsere Stärke als Gemeinde, als Kinder Gottes. Okay, wir haben es vorhin gelesen, wie bleibt jetzt diese Liebe, wie bleiben wir in der Liebe? Und wir haben vorhin diese Sätze schon gelesen, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist es, wo alles anfängt. Ja, wir können nicht aus uns selbst lieben, weil das übernatürlich ist. Aber wenn wir erkennen, Jesus hat uns zuerst geliebt, er hat den ersten Schritt getan, er hat die Hand ausgestreckt, macht er übrigens immer noch. Er streckt die Hand aus und sagt, ich liebe dich. Und ich habe dieses Kreuz auf Golgatha, das habe ich für dich erlitten und für dich getragen, damit du erlöst sein kannst, dass deine Schuld, deine Sünden vergeben sein können, damit du Zugang haben kannst für die Ewigkeit zum Vater. Dafür hat Jesus das gemacht, weil er dich liebt. Weil er wusste, wir waren in unserer Schuld, in unseren Sünden verloren und getrennt von Gott. Und Jesus musste einen Weg schaffen, dass wir wieder zum Vater kommen können. Und da hat er gesagt, ich bin der Weg,
die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Und deswegen musste Jesus das tun. Weil keiner konnte diese Schwere, diesen schweren, hohen Preis bezahlen, als nur der Sohn Gottes selber. Okay, er hat uns zuerst geliebt. Und das ist der Anfang. Dann fängt Liebe an, ja, dass du sagst, wow, Jesus, du hast mich zuerst geliebt. Und weißt du was, du darfst diese Liebe empfangen. Du darfst sie ganz persönlich für dich annehmen. Und das ist so gewaltig. Halleluja. Das Zweite ist dann, wenn du sie angenommen hast, der Heilige Geist füllt uns immer wieder neu mit dieser Liebe. Der Heilige Geist, sagt die Bibel, der ist uns jetzt von Jesus gesandt, wenn wir Kinder Gottes sind. Er kommt zu uns als Helfer, als Beistand, als Tröster, als Kraftgeber, als Fürsprecher. Er hat so viele Funktionen, so viele Aufgaben, wo er uns unterstützen will. Und er ist auch der Geist der Liebe. Und er füllt uns neu mit dieser göttlichen Liebe. Und ich glaube eben, das ist auch dieses Öl. Wir haben letzte Woche auch von diesen, für die Insider jetzt vielleicht, wir haben von dem Gleichnis der 10 Jungfrauen gehört. Die einen hatten Öl, die anderen hatten kein Öl, damit die Lampen brennen, am Brennen bleiben. Und das ist dieses Öl, was der Heilige Geist uns immer wieder geben will, dass unsere Lampen am Brennen sind, diese Liebe. Und wo etwas brennt, habe ich aufgeschrieben, kann es nicht kalt werden. Halleluja. Da kann nichts erkalten. Und wir bleiben in Gott und wir bleiben in der Liebe, weil Gott ist Liebe. Ja? Und dieses Bleiben, in ihm zu bleiben, das ist das Geheimnis. Und wisst ihr was? Und darauf liegt dann auch Gottes Schutz und Bewahrung. Wenn du in Gott bleibst, in seiner Liebe, dann bist du auch in ihm geborgen. Halleluja. Wow. Ich habe noch eine letzte Bibelstelle für euch. Das hat der Apostel Paulus an eine Gemeinde in Thessalonich geschrieben. Und diese Gemeinde, die war was ganz Besonderes. Das war wirklich wie ein Vorbild für ganz viele andere Gläubige. Und die haben das geschafft, wirklich, dass die Liebe und der Glaube, dass der nicht irgendwie nur so was Statisches war, sondern dass sie da immer tiefer reingewachsen sind, dass sie da immer mehr zugenommen haben. Und das wünsche ich mir für unsere Gemeinde auch. Und was der Apostel Paulus über diese Gemeinde schreibt, möchte ich noch mit euch lesen. Ist ein bisschen längerer Text, aber wir können es noch zusammen lesen. Und ihr werdet sehen, es hat zwar was mit Leiden zu tun, und auch diese Gemeinde mussten in gewisser Weise Leiden ertragen, aber durch die Liebe und durch den Glauben, den sie gelebt haben, konnten sie diese Leiden ertragen und sie kamen durch. Und wir lesen 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 3. Und da schreibt er: immer wenn ich wenn wir für euch beten, müssen wir Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker. Und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Das ist das. Da ist ein Wachstum, da ist Dynamik drin. Ja, das wird nicht irgendwie schwächer und lascher und lauer und immer, sondern da ist Brennen, da ist Wachstum. Ja? Deshalb stellen wir euch auch voll Freude und Stolz den anderen Gemeinden Gottes als Vorbild hin und rühmen eure Standhaftigkeit und euren Glauben in allen Verfolgungen und Nöten. Also die hatten auch echt heftige Zeiten da. Die hatten Angriffe, Nöte, negative Umstände, denen ihr ausgesetzt seid. Eure Bedrängnisse sind ein klarer Hinweis darauf, dass Gott ein gerechtes Gericht halten wird. Und sie zeigen, dass er euch für würdig erachtet, an seinem Reich teilzuhaben, für das ihr das alles ertragt. Und das muss ich kurz einschieben, wenn wir das in der Bibel lesen. Die Bibel sagt, dass der Gerechte, er muss einiges
erleiden, auch in dieser Welt, weil wir praktisch wie ein Licht, sagt die Bibel, ihr seid ein Licht in der Finsternis und die Finsternis steht gegen das Licht, ja, und deswegen ist da eben auch Spannung und deswegen ist da ein gewisses Leiden da, aber das Leiden ist nicht, worauf wir uns fokussieren, sondern das dürfen wir ertragen für Jesus. Und es ist aber ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes bei uns wirksam ist, ja. Wenn wir Leiden ertragen müssen oder wenn wir merken, da ist eben auch Widerstand. Denn so wahr Gott gerecht ist, er wird jedem das geben, was er verdient hat. Über die, die euch jetzt Leiden bereiten, wird er Leiden verhängen. Also wenn wir Menschen sind, die andere unter Druck setzen und irgendwie ihnen da den letzten Cent noch rausholen wollen, dann haben wir nicht den Segen Gottes. Ja. Dann ist Gott nicht mit uns. Euch hingegen, die ihr jetzt zu leiden habt, wird er zusammen mit uns von aller Not befreien. Halleluja. Und das wird geschehen, wenn Jesus der Herr mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her in loderndem Feuer erscheint. Jesus kommt auch wieder, ja. Aber er ist auch jetzt schon da. Und er will uns von aller Not befreien, ja. Und wenn wir in ihm bleiben, und das ist wirklich sein Ruf im Moment, und dafür möchte ich jetzt noch beten, und möchte euch auch ermutigen, uns alle ermutigen, in ihm zu bleiben, in seiner Liebe, in seiner Person. Ihn zu Hause, nehmt euch Zeit, ihn anzubeten, weil die Bibel sagt, er wohnt im Lobpreis, im Lobgesang seines Volkes. Und das ist so ein schönes Wort, das Wort wohnen heißt, da entspannt sich Gott, er liebt es, wenn wir ihn anbeten. Und da kannst du Gott begegnen, wenn du zu ihm sagst, danke Papa, ich danke dir so sehr, ich liebe dich. Danke für alles, was du für mich gemacht hast, dass du deinen Sohn gegeben hast. Und so weiter, einfach mit deinen Worten. Ja. Du kannst auch ein Lied singen, du kannst auch für die das können, in neuen Zungen, in neuen Sprachen ihn anbeten, ihn loben und preisen. Das wirkt der Heilige Geist. Oder du kannst dir einfach Zeit nehmen, einfach Ruhe vor ihm zu kommen, zu sagen, Gott, ich will einfach, Papa, ich will einfach Zeit mit dir verbringen. Und ich will dir begegnen. Und wisst ihr, Gott kommt. Er hat gesagt, wenn wir zu ihm kommen, er kommt zu uns. Ja? Er kommt. Und es gibt nichts Schöneres als Gott, dem Vater, Jesus, unserem liebevollen Bräutigam und dem Heiligen Geist zu begegnen. Und das verändert unser Herz, ja, und die Sicht auf diese Welt. Und wir wissen, dieser Gott ist mit mir. Und er wird mich befreien aus aller Not. Und egal, was die Welt, wie verrückt die Welt wird und wie chaotisch alles wird, ja, ich weiß, dieser Gott ist der allerhöchste Gott. Ja. Er ist der Herr der Herren. Er ist der König der Könige. Heute würde man noch sagen, er ist der Präsident der Präsidenten. Ja. Halleluja. Er ist über allem. Und er ist mein Papa. Er ist mein Freund. Er ist mein Bräutigam. Er ist mein Helfer, mein bester Freund. Halleluja. Und er kann auch deiner werden, okay? Ich möchte jetzt nicht mehr länger reden, ich möchte noch beten jetzt zum Schluss. Für uns alle. Und wenn du möchtest, kannst du nachher noch dieses Gebet auch mit mir sprechen. Ein Gebet, wo wir sagen, Herr, ich will, dass du mein Leben übernimmst. Ich will, dass du mir deine Liebe schenkst. Diese übernatürliche Liebe, diese vom Heiligen Geist. Und er möchte es dir so gerne schenken, wenn du einfach nur dein Herz für ihn öffnest. Lieber Vater, ich danke dir jetzt. Ich danke dir, dass wir bei dir geborgen sind. Auch wenn so vieles um uns herum was ist, was echt uns in unserer Seele auch manchmal richtig Druck macht, unserem Herzen. Aber Herr, wir schauen auf dich. Du bist größer. Du bist mächtiger. Du bist der Sieger. Du steht geschrieben, Jesus, du hast gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe diese Welt überwunden. Und fürchtet euch nicht. Danke, Jesus, dass du für uns den Sieg schon errungen hast, dass du der Herr der Heerscharen bist, dass wir dir einfach folgen können, als unseren General, als unseren den Herrn, der vor uns hergeht.
Danke, Jesus, dass du uns so sehr liebst. Und ich danke dir, dass du uns teilhaben lässt an dir, Herr, dass wir selber von deiner Liebe immer wieder neu erfüllt werden können und dürfen. Und Herr, das ist der allerhöchste, der schönste, der vollkommenste Weg. Und den wollen wir lernen, Herr, so wie du ihn gegangen bist, Herr, so wie du vergeben hast auch, denen, die dich geschlagen haben, denen, die dich echt richtig misshandelt haben. Herr, du hast gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie tun mir eigentlich leid. Sie sind verblendet, sie sind betrogen. Und ich danke, dass du uns auch diese Liebe gibst, auch den Menschen, die Menschen loszulassen, die uns echt Böses angetan haben. Herr, dass wir in unserem Herzen sagen können, Herr, vergib ihnen, sie wussten nicht, was sie getan haben, sie sind verblendet, Herr. Und danke, dass du uns diese Liebe, diese Art von Liebe schenkst, Herr. Danke, Herr, dass wir großzügig sein können, Herr. Halleluja, dass wir frei sein können, Herr, dass unser Herz frei sein kann, dass wir nicht erkalten, Herr, sondern dass wir in dir brennend bleiben. Danke, Jesus. Und ich möchte jetzt noch eben ein Gebet sprechen, wenn du möchtest. Es ist ein Gebet der Hingabe an den Herrn, an das, was er für dich getan hat, dass wir für uns getan haben, dass wir das für uns auch annehmen, diese Liebe von ihm empfangen. Und wenn du möchtest, kannst du das Gebet einfach mir hinterher sprechen. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du so viel für mich getan hast, dass du dein Leben aufgegeben hast und am Kreuz gelitten hast und dein Blut vergossen hast, um mich zu gewinnen, damit ich bei dir sein kann, damit ich mit dir versöhnt sein kann und mit dem Vater. Und ich empfange jetzt deine Liebe durch den Heiligen Geist. Bitte komm, Heiliger Geist, und fülle mich mit der Liebe des Vaters, dass auch ich verändert sein kann, dass mein kaltes Herz heiß wird, dass deine Liebe in mir brennt. Und dass ich einen Unterschied machen kann in dieser Zeit. Verändere du mich, Jesus. Immer wieder, jeden Tag. Immer mehr in dein Bild. Dass ich laufen kann mit dir, bis wir uns sehen, bis du kommst. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Wow. Ja, wir müssen Schluss machen. Gott ist so gut. Amen. Gott ist so gut. Er liebt uns und seine Liebe ist in uns. Ich wünsche euch jetzt einfach eine starke Woche mit Gott, mit ihm, mit seiner Liebe. Und verändert die Welt. Ja? Seid ein Licht. Ja? Strahl die Liebe Gottes aus. Ja? Die braucht es so sehr, diese Welt. Wärme, ja, wo vieles so kalt ist. Ja, und lass es brennen in dir, in uns. Gott segne euch dafür, ja. Vater, ich danke dir jetzt für meine Geschwister, dass du sie segnest, ein Zeichen, einen Unterschied zu machen in dieser Woche, in dieser Welt. Und dass wir ein Licht sein können für die Menschen und für unsere Welt um uns herum. Amen. Gott segne euch. Ich wünsche eine wunderschöne Woche und einen schönen Sonntag noch. Ach ja, und jetzt gleich in ein paar Minuten, es dauert vielleicht noch 10 Minuten, für euch, die ihr daheim seid, wir werden jetzt gleich ein Zoom-Meeting starten hier von der Gemeinde aus, dass wir alle euch, die jetzt nicht dabei sein könnt und sein konntet, sind wir noch auf Sendung, Felix? Ach gut, sonst rede ich hier und keiner hört. Dass wir noch ein bisschen Gemeinschaft haben können. Wir haben es letzten Sonntag schon mal gestartet und gemacht und das war echt schön, war schön, euch mal wenigstens am Bildschirm zu sehen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr so ein paar Minuten einfach auf den
Link klicken, der auf der Webseite ist, unter der Anmeldung, auf der ersten Seite, auf der ersten Willkommensseite eben. Da ist ein Button, wo es heißt Link zum Zoom-Meeting 11.30 Uhr. Wir werden es jetzt nicht ganz 11.30 Uhr schaffen, aber klickt einfach mal rein und dann sehen wir uns vielleicht dann. Tschüss, Gottes Segen euch auch. Ja, schön, dass du auf unseren Online-Kanal geklickt hast. Ich bin René Stebani, Pastor in der biblischen Gemeinde Schweinfurt. Wir sind hier eine freie christliche Gemeinde und unser Anliegen ist es, Menschen wie dir und mir zu helfen, in eine ganz persönliche Beziehung mit Jesus zu kommen, mit ihm zu leben und ihn und seine Liebe immer mehr und immer besser kennenzulernen und dabei dann zu entdecken, was für einen genialen Plan er für dein und mein Leben hat. Vielleicht bist du durch das Programm, durch das, was du gesehen und gehört hast, irgendwie angerührt in deinem Herzen oder inspiriert. Oder du hast ein Gebetsanliegen und brauchst Hilfe. Du kannst gerne mit uns in Kontakt kommen. Oder du kannst einen unserer Gottesdienste besuchen. Mehr Informationen dazu findest du auf unserer Webseite. Ja, vielleicht bis bald. Tschüss und sei gesegnet.